Und der eine oder andere von euch kennt Tintin, die Reihe im Endeffekt. Es kommt aus dem Französischen, ne? Habe ich doch, oder aus dem Belgischen? Ich glaube sogar aus dem Belgischen. Und es basiert auf den franco-belgischen Comic von Hergé. Ah, okay. Tim und Struppi im Deutsch, genau. Ja, stimmt. Tim und Struppi hießen die am Deutschen. Hm? Und Nitzle, wenn man den Namen ausspricht, cosplayt als Captain Haddock. Untertausende heulende Höllenhunde, oder wie das heißt, was er mal ausspricht. Du meintest jetzt den vorne mit der Kapitänsmütze, ne? Das ist Nitzel, oder? Ja. Okay. Den haben wir vorhin ja schon ein paar Mal, oder gestern, eigentlich die ganze Zeit schon ein paar Mal gesehen in Interviews. So. Wie ist der Captain im Deutschen? Achso, hm? Entschuldigung. Captain Haddock. Achso. Einfach Tim. Wieso ist Tim und Struppi jetzt so im Trash-Block? Optisch mag es wunderbar sein, aber es ist einfach nur bockschwer. Feinde und verhalten sich unvorhersehbar. Du regenerierst auf normal gerade mal 2 Lebenspunkte. Das heißt, du bist im Prinzip die ganze Zeit kurz vorm Sterben. Mhm. Und ja. Auf normal hattest du gesagt, ne? Also ja. Nicht mal auf dem harten Schwierigkeitsgrad. Okay. Auf hart ist einfach noch schwerer. Mhm. Und ich sehe die Sprünge schon. Ja. Und manchmal werden einfach Fallen und Feinde zu Levels hinzugefügt, je nach Schwierigkeitsgrad. Okay. Ich dachte jetzt einfach so random irgendwie, das wäre ein bisschen seltsam, aber naja. Ja, also das ist jetzt die Sektion, wo wir den Jungen retten müssen. Mhm. Das Gute ist, die Hindernisse... Die Whirlpools basieren halt auf einem globalen Timer und deren Position ist fest. Okay. Kann man sich also darauf vorbereiten, beziehungsweise man weiß halt schon genau, wo die auftauchen. Ja. Das ist gut. Tintin in Tibet, das basiert, glaube ich, auch auf einem Comic, oder? Ja, das basiert auf dem gleichnamigen Comic. Okay. Unsere Lebensenergie sehen wir halt oben links. Das ist diese Schriftrolle. Wenn sie ganz eingerollt ist, sind wir kurz zum Exitus. Mhm. Da haben wir jetzt bewusst einen Damage Boost hingenommen. Wir müssen halt aufpassen vor diesen Hunden, die plötzlich aus den Türen auftauchen. Wir reden jetzt mit Professor Beanline, dem leicht zerstreuten Professor. Man sieht einfach, er muss hier blitzschnelle Reflexe beweisen. Bisher sieht es aber nicht wirklich verglitscht aus. Kommt da noch was? Es ist nicht verglitscht. Okay. Es ist einfach nur pure Execution, aber es ist halt pure Execution in einem bockschweren Spiel. Okay. Genau deshalb ist es halt auch im Trash-Block. Aber ist mal schön, im Trash-Block ein Spiel zu sehen, das nicht komplett zerglitscht ist und komplett auseinandergenommen und zerstört wird. Ist ja eher selten der Fall. Wir sehen auch, wie vorsichtig er sich jetzt bewegt, weil halt wirklich ein Treffer und dann ist Sense. Und wir reden mit Captain Haddock und es geht auf den Markt. Irgendwie erinnert das Level ein wenig an Home Alone 2. Oh ja. Das NES, den NES-Titel meinst du wahrscheinlich dann. Ah, da ist was dran. So, der Markt. Auch hier lauter nette Sachen, die uns Lebensenergie kosten können. Wir haben kaum Lebensenergie regeneriert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Fahrrad halt bewusst ist, dass er da jetzt Schaden genommen hat.
goldenen Äpfel normal regenerieren die eigentlich eine volle Lebensenergie. Jetzt hier haben sie nur ein Lebensenergiepunkt regeneriert. Da hat er Schaden kassiert. Mhm. Aber für mich sieht das aus, als wenn die, als wenn der Schaden, den er jetzt hier bisher genommen hat, auch beabsichtigt war. Einfach weil es halt ein bisschen schneller geht. Ja, halt Damage Boost. Genau. Aber man sieht, er muss verdammt scharf aufpassen und immer wieder. Also die Health Route, die er sich überlegt hat, also wie er halt mit ein One-Up gibt er halt volle Lebensenergie wieder. Oh, immerhin. Er weiß halt genau, wie er sich bewegen muss, um eben mit der aktuellen Lebensenergie um halt mit der aktuellen Lebensenergie halt durchzukommen. Mhm. Jetzt sind wir in einem Regensturm und müssen einem Mädchen helfen, Parken finden. Okay. Und das Level ist halt sehr schwer, weil halt hier besser Sachen von Dachschindeln und Vasen immer wieder einem entgegenkommen und man muss halt sau aufpassen. Mhm. Hallo Isa. Hörchen. Und ja, dass Exo sich das anguckt, das Diablo-Commentary, das war mir sowieso schon klar. Also habe ich auch kein Problem mit. Oh. Der Bass wird schon was dazu sagen. Ja. Dafür, dass es halt auch sehr spontan gewesen ist, das Commentary. Bin ich der Meinung, ist es doch ganz in Ordnung gewesen. Oh, das wird auch, denke ich, in Ordnung. Ja, und im Zweifelsfall, wenn Exo da Feedback gibt, ist ja vollkommen okay. Oh. Kann ich ja auch noch was lernen dabei. Pardon. Ist da jemand müde? Ich habe nicht wirklich gut geschlafen die letzte Nacht. Deshalb, ja. Aber egal. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit wenig Schlaf was kommentiere. Das wird schon hören. Acid Trick, vielen herzlichen Dank für deinen Raid. Jo, vielen Dank und Hallöchen an dich und an deine Zuschauer. So, jetzt geht's den Berg hoch. Hey. Ja. Auch hier wieder mit Damage Boost arbeiten und das ist halt auch nicht gerade einfach zu manövrieren. Mhm. Es ist alles andere als einfach zu manövrieren. Weil es hier 1000 Sachen gibt, die uns Lebensenergie kosten können. Oh, es gibt keinen Fallschaden, wie ich gerade gesehen habe. Ja. Hey, immerhin. Immerhin. Hier ist nichts für Farbenblinde. Oh, das kann ich nicht einschätzen, zum Glück. Ich auch nicht. Bin ich nicht farbenblind, aber ist das denn für jemanden mit Farbenblindheit, also falls jetzt jemand tatsächlich im Chat ist, ist es denn so schwer zu erkennen? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, das nächste One-Up, was wir auch brauchen, weil wir müssen jetzt diesen Strom entlang schwimmen. Okay. Und dann hier entlang laufen und ja, das Movement ist halt diffizil. Genau, zu springen und so. Mhm. Acid hatte Spaß. Was hat Acid denn gezeigt? Stellaris. So, Stellaris, laut den Shoutout. Ah, okay. The whole Kart family is with me to send you the best of luck on your runs today. You're a never-ending inspiration, an absolutely amazing friend, and we're so proud to see you on GDQ stage today. Stay awesome, keep playing games you like, even if you are only one liking them, LMAO. Oh, wir haben ein paar Schwimmpassagen. Ich denke mal, hier sind die Strudel auch wieder, Ja, auch wieder globaler Timer und Fix. Genau. Hm? Hm. Man kann sich darauf einstellen, beziehungsweise man kann es auswendig lernen. Das ist schon mal was. Und da. Achso, ich dachte, wir schwimmen jetzt einfach an Struppi vorbei. Nee. Torten. Wir rutschen den Berg herab und müssen Shorten erreichen, wenn heute wieder ausgesprochen wird. Mhm. Das Spiel ist auf dem NES, auf dem SNES rausgekommen. Aber nicht, dass es damals den Modus für Farbblinde gab. Mikro.
Ich glaube, da hat man sich zu der Zeit noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich überlege tatsächlich, ob ich irgendein Spiel aus der Zeit kenne, das so einen farbblinden Modus hatte. Wenn, dann muss es halt sehr obskur und unbekannt sein. So. Da haben wir jetzt eben ein bisschen Schaden genommen. Das ist in Ordnung. Ja. Absolutely. So, regarding that dog we saw in the hotel, $15 from Kanban Meow, who says, dog? Cat? That was a Vulpix. Oh. Aya Mountain. We also have, is it still good to keep going, or do you want to talk about this? Yeah, you can. Also, mittlerweile sind wir übrigens auch in Tibet, wie man sieht, also eigentlich schon im Level davor. Ja, und wir müssen halt den Weg freiräumen. Wir müssen halt diese Lawinenkugeln in Bewegung bringen, um dann das Ende dieses Stages erreichen. Okay. Damage Boost arbeiten. Ja, aber hier in dem Level wird es schon ein bisschen schwer zu sehen, wo man überhaupt langrennen muss und wo man langrennen kann, vor allem. Er muss jetzt aufpassen, er hat nur noch einen Lebensenergiepunkt. Ja, aber League of Legends ist auch ein neueres Spiel und wir reden eigentlich davon, genau, ob ältere Spiele bereits einen Farbblinden-Modus hatten. Und ja, die Battlefield-Teile, ich überlege gerade, ab welchem. Also bei Teil 4 gab es auf alle Fälle Farbblind-Modus. Ich glaube in Teil 3 auch schon, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Bad Company 2 weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Also das sind die, die ich halt gespielt habe. Ja gut, das allererste Battlefield, da weiß ich es gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her. The Crash Site. Übrigens, ihr könnt euch auch gerne die Passwörter hier aufschreiben, falls ihr es mal selber spielen wollt. Die sind universal gültig. Also, wenn ihr einfach nur das letzte Level mal spielen wollt, hier habt ihr die Passwörter. Wobei, gut, da gibt es auch Internetseiten. Wir müssen die Spitzhacke und das Seil aufsammeln, um dann das Ende des Stages zu erreichen. Der Motor kann RNG sein. Ob der jetzt anders ist oder nicht und sonst verletzt. Sammelt das Seil auf. Warte, nimmer schreiben. Ja, das kommt vor. Ja. Solange man es lesen kann, solange Das ist jetzt der Motor, wo er halt aufpassen muss, dass er nicht verletzt wird. Das hat er geschafft. Klettern. Werden. Wir müssen da oben das Seil befestigen und dann unten rüberschwingen. Okay. Ja. Also es sieht einfach aus, aber es ist nicht einfach. Das glaube ich. Also ich habe halt auch meine Erfahrung gemacht mit derartigen Spielen. Also man sieht es halt so ein bisschen an der Bewegung, dass die Steuerung dann scheinbar auch ziemlich hakelig ist, weil ich das aus einigen anderen Spielen schon kenne. Selber habe ich das Spiel hier auf alle Fälle nicht gespielt. Wir sind in der Höhle und müssen dort das Ende erreichen. Das ist dann alles. Das ist halt ein einziges Labyrinth mit jede Menge Steine, die fallen und ja. Und es ist halt nicht klar, welchen Pfad man nehmen muss. Im Main-Chat kommt auch gerade die interessante Frage, wie kann es sein, dass das Struppi uns überall voraus ist, hier bei den Kletterpassagen. Das ist so wie bei Paper Mario, dass der einfach da ist. Ja, ja. Das macht vielleicht sicher keinen Sinn. Oder so. Ja genau, König der Löwen war halt auch bockschwer und irgendwie von der Steuerung, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber von der Steuerung scheinbar ja auch ähnlich. Hunde können besser klettern als Menschen. Ja, aber so ein kleiner Hund, der so große Passagen oder große Felsbrocken hochkommt, ich weiß nicht. Naja, es ist Videospiellogik im Zweifelsfall. Ja. Und
a sequel to this game. For some reason, they decided to just make a Super Nintendo Game Boy version and not a Genesis. Das sehe ich nicht. Du warst eben abgehakt. Man hat nicht gehört, was du gesagt hast. Irgendwie war mein Mikro gerade komplett weg. Ja. So, ich habe eben auch nur noch von dir was von gehört hast gehört. Aber ist ja auch egal. Wir müssen jetzt klettern. Das ist halt eines der längsten Stages. Man kann hier sehr leicht sterben, wenn man versucht, das zu rushen, also sich zu beeilen. Wir müssen halt den Schal von Chang, das ist halt der Freund, der halt verschollen ist, erreichen. Und den Pfad, den wir halt nehmen, ist halt nicht offensichtlich. Mhm. Das kommt im Spiel häufiger mal vor, dass die Wege und Pfade nicht so wirklich offensichtlich sind, ne? Also eigentlich ist es so, dass wenn wir den Schnee berühren, wir fallen. Mhm. Und eigentlich aber haben einige Schneeflecken keine Kollisionsabfrage. Ja, zum Beispiel gerade. Ja. Right, so I really enjoyed this section because it's super simple and it looks cool. Here we go. War an sich eine interessante und coole Spielmechanik hier. Because well, there's no snow over there. Why would you try to go up there? But turns out it has no collision. That saves about. Ach, und das Stück Schnee hat auch keine Kollision hier. Ja. Yeah. Das heißt, da können wir dann einfach rüber. Ich glaube, das ist so nicht beabsichtigt gewesen, aber ich denke mal, da sparen wir doch einiges vom Level. Ja, also dieses Hin- und Her-Schwingen und so, das sind halt Setup, das sind halt kleinere Shortcuts, die wir da mitmachen. Mhm, genau. That is at just under $3,300 for the 5,000 it needs, but that run is right after Awful Block. So if you want to see that incentive get met, please... PC Gaming Wiki steht da Akonet von 1987 mit einem Color-Blend-Mod drin. Okay. Ah, okay, cool. Also gab's das tatsächlich schon sehr früh. Das wusste ich nicht. Man lernt nie aus. Ich weiß nur, ich hatte bei Battlefield 4 damals auch den Farbenblind-Modus immer drin. Obwohl ich es eigentlich nicht brauchte, aber irgendwie konnte ich halt einige Elemente dann trotzdem noch ein bisschen besser unterscheiden. War ganz praktisch. So, der Schneesturm kommt jetzt. Mhm. Wie viele Level hat das Spiel insgesamt? Hast du das jetzt im Kopf? 14 Stück. Ah, oh, okay. Also wir nähern uns dem Endgame, aber es kommt noch ein bisschen was. Auch hier wieder, Ende des Stages erreichen und hier kann sich der hohe Schwierigkeitsgrad negativ bemerkbar machen. Der Sturm, also die Windrichtung ist halt RNG. Und der Sturm kann halt die Geschwindigkeit und die Sprunglänge von Tim beeinflussen. Wir haben ja oben rechts diese Uhr. Genau. Hm? Wir haben halt nur ein wenig Zeit. Wenn wir ganz viel Pech haben, dann an dieser Stelle, pardon für die Sprachwahl, fickt uns der Schwierigkeit sowas von hart, indem er uns timeoutet. Okay. Also ist das eins der wenigen Speedrun-Spiele, bei denen der Timer tatsächlich mal eine Bedeutung hat? Sozusagen. Oh, okay. Wir sind jetzt in der Höhle, was halt ein bisschen einfacher ist. Und wir können dadurch halt wieder Zeit gut machen. Mhm. Es hat nur ein paar bescheidene Hindernisse. Also hier in den Notes, die der Runner halt für die externen Kommentatoren hinterlassen hat, steht halt Awful Obstacles. Mhm. Auf das Thema, was da gerade im Chat abläuft, da kann ich ja nach dem Run mal ein bisschen drauf eingehen. Also, dass Spiele heutzutage viel zu einfach sind, bla bla.
Da kann ich ja nachher mal ein paar Worte verlieren. Vorsicht mit einer solchen Aussage, Leute. Es ist schon wieder, Territorium. Früher war alles besser, was auch absoluter Bullshit ist. Und ich lasse mich jetzt nicht davon triggern. Wir sind im Mönchsorden. Der Mönchsorden hat ein paar nette Puzzles. Als erstes haben wir eine Art, Simon Says heißt es ja auf Englisch, wo wir halt einfach nur, wir müssen halt wiedergeben, wie die Trommeln geschlagen werden. Ja, war mehr Lametta, genau. Er hat jetzt beim ersten Mal gefailt, beim zweiten Mal besser. That's it, sehr schön. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir ein paar Mönchen ausweichen, die halt im Weg sind. Danach heißt es, wir müssen uns vier Symbole für ein Puzzle merken. Hm? Gibt es eigentlich im Spiel zumindest auch eine Story, warum Tintin hier in Tibet ist? Also die Story ist einfach, dass ein Freund beim Flugzeugabsturz gestürzt ist. Und ich meine, ein Mönch hat eine Vision gehabt, dass halt der Freund am Leben ist, allerdings halt gefangen von dem Migu, von dem Yeti. Und Tim macht sich halt auf den Weg, den zu retten. Okay. Also im Grunde einfach nur eine Abwandlung von Prinzessin oder Damsel in Distress, so nennen wir es mal so. Ja, ja. Nur dass es hier halt keine Damsel ist, sondern ein Freund. Aber im Flugzeugabsturz nochmal zusätzlich zu stürzen, ist dann aber auch Pech. Ich habe mir sowas in der Art auch gedacht. Ich wollte jetzt nur Sif nicht vorstellen. Wir müssen jetzt die Bücher in einer bestimmten Reihenfolge stapeln. Dass halt jeder Stapel ein dieselbe Farbe hat. Also dass halt gelb auf gelb liegt, blau auf blau und so weiter und so fort. Okay. Wir können vermutlich immer nur das oberste Buch wegnehmen, ne? Ja. Bin bestürzt. Wieso denn das Asset Freak? Ja, wegen dem Stürzen. So. Wir haben vielleicht der Mensch dafür gesorgt. Weiß nicht. Also, Seed hat eben die Story verlinkt. Danke dir, Seed. Good luck saving Chang. Ich meine, ich werde es mir jetzt nicht nebenbei durchlesen, aber trotzdem danke. Wen es interessiert, der kann ja mal kurz reingucken. So, und damit kommen wir jetzt weiter. Eine Tour ist halt ist halt freigeschaltet. Wir können halt Damage boosten. Das ist halt vorausgesehen. Gehen halt zum dritten Puzzle, wo wir die Symbole, in einer richtigen Reihenfolge sortieren müssen. Die richtige Reihenfolge haben wir halt vorhin im Level gesehen. The final audio puzzle, so we're going to hear three bells. The first two bells are just used as a reference because we're going to have a set of eight bells and I need to find the final one. Jetzt müssen wir reden, okay. wiedergeben, wie die Glocken. Die erste Glocke wissen wir. Die zweite Glocke ist halt die auf der rechten Seite und dann die dritte Glocke ist halt random und damit kommen wir jetzt zum letzten Stage. Wir müssen Chang retten. Mhm. Chang ist der Freund. Ja. Der angesprochen. Okay. Hallo, Vanished. Hallo. Heute schon geritten, heute noch geritten, morgen schon mit Fritten. Motto des Pferdemetzgers, genau. An diesem Stage ist einfach
Wenn der Yeti uns berührt, sind wir tot. Da ist es egal, wie viel Lebensenergie wir haben. Und ich glaube, wir sind jetzt eben gestorben, weil uns ein Fels berührt hat. Mhm. Hallo, Kofi. Hallo. Taucht der Yeti hier zufällig auf oder ist das auch festgelegt? Aber das ist festgelegt. Okay. Also wann er spawnt und wie weit er man sich bewegen kann. Okay. Ach, hier können wir uns hinter den Felsen verstecken. Ja, das ist auch vorgesehen vom Spiel. Hier, Yeti-Schatten gibt es. Mhm. Und der finale Part ist halt RNG. Ah, oh, da wurde er fast getötet. Aber nur fast. Das war glücklich. Ja, und damit ist Time. Mhm. Und dann noch läuft der Timer. Also entweder haben sie es vergessen anzusagen. Ah, ja, ich glaube, die haben es wirklich vergessen anzusagen. Ja, aber relativ deutlich unter Estimate. Definitiv. Ich denke mal, die werden die Estimate auch relativ hoch angesetzt haben, weil es halt ein ziemlich schwieriges Spiel ist und ja, man schnell auch Zeit verlieren kann. Es hätte halt sehr viel schief laufen können. Mhm. Darf man nicht vergessen. Also, man hat einen groben Eindruck erhalten, was halt diesen Run ausmacht. Mhm. Aber auch wirklich nur sehr grob. Big shout out to you, bro, and yeah, thanks a lot.